Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Patrick und ich stehen auf dem Dach im Forest in unserer kleinen Hütte hier, die wir uns zusammengeschraubt haben. Und was uns hier an der Hütte natürlich noch fehlt, in allererster Linie, ist Ist eine selbst. Arschbombe. Sorry. Es ist nicht gesprungen, oder? Nö. Was plätschert dann da unten? Wo schick ich aus? Das wird sein. Ich habe übrigens eine ganz tolle Idee. Was denn? Wie kommt es, dass du nicht direkt sagst, oh Gott? Weil ich mich da schon abgefunden habe mit meinem Schicksal. Wie meinen Sie das? Wie meinen Sie das? Falsch. Oh, das wird so schön. Das ist so schön. Man kotzen möchte, oder wie? Na dann. Man kommt durch diese Tür echt nicht gut durch, ne? Es ist. Also wir kommen bis jetzt bei keiner Tür richtig gut durch, oder? Das ist richtig. Außer bei dir in einem separaten Haus. Ja. Vor allen Dingen ist die ganze Baustelle hier irgendwie so total sicher. Habe ich so das Gefühl. Auf jeden Fall. Na komm. Ab durch die Tür. Oh, hier ist ein neuer Schädel fertig. Das ist aber super. Also die werden hier tatsächlich zu Schädeln. Schädel werden zu Schädel. Okay. Ja, also Köpfe werden zu Schädeln. Also verwandelt es sich eigentlich in andere Wörter, oder wie? Genau. Ich finde es übrigens witzig, dass du das noch nicht kapiert hast. Übrigens ist Was unser denn? F ist unser FEG ist übrigens weg. Was? Ja, unser FEG ist abgebrannt. Nicht schon wieder. Ja, doch. Abgebrannt Fujikato oder abgebrannt aus? Fujikato. Fujikato. Och, leck mir ein Säckle. Nee, das kannst du mal selber machen. Halt dich mal selber sauber. Aber du hast es immer noch nicht gemerkt. Das finde ich echt extrem gut. Will ich ja gar nicht merken. Nicht? Warum fährst du mit dem vollen Loxlet weg? Hallo? Ja, voll. Du könntest übrigens mal ein paar Steine mitbringen. Aber vier habe ich in der Tasche. Voll mit Zehntel. Ja, das. Fünftel. Reicht schon fast. Ich höre betretenes Schweigen. Ja. Mich gerade konzentrieren. Okay. Oder soll ich was sagen wegen die Steine oder wie? Alter, was stinken denn heute meine Socken so? Ich habe die heute Nachmittag erst angezogen. Boah! Naja, schweißtreibende Feldarbeiten. Boah! Ach so, ja, du sollst dich übrigens zu den Steinen äußern. Ach so, Moment. Oh mein Gott, wie viele Steine.
das musst du noch ein bisschen überzogen darüber bringen. Das wirkte noch zu glaubhaft. Okay, schade. Aber ist auch schon echt sportlich, oder? So eine kleine Steinmauer. Ja. Aber jetzt habe ich 5. Oh, das ist ja schon mal ein Hundertstel. Oder meinst du, soll ich da vielleicht dann doch lieber was anders hinmachen? Nee, nix. Nö, nö, lassen wir es. Oh, hallo, hallo. Danke. Au. Hallo? Das Dach nimmt langsam auch Form an. Ich hab der Lock Slab gehört den Hofköpfen. Hast du denen ihr Equipment geklaut, oder was? Au. Nö. Ich glaube, die wollen den Lock Slab. Ja, dann lass ihn doch stehen. Sollen sie damit glücklich werden, wenn sie wollen. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen... Ah, nee. Stell dir mal vor, wie finster das hier wäre, wenn wir nicht überall diese Skull-Lamps gesetzt hätten, ey. Oder generell, wenn es die nicht gäbe und wir das alles mit Standing Fires machen müssten. Ja, die kann man alle wieder anzünden. Ja, wer weiß, ob die nicht jetzt auch einfach abbrennen und dann Fujikato sind. Ja, doof. Nur ganz dezent. So. Boah, ich kriege hier schon Schwielen an den Füßen von dem vielen Laufen hier. So ein schönes Spoiled Rabbit aufgehangen. Ah, super. Na, Hauptsache war zwischen den Zähnen, ne? Ob das nur gut ist oder nicht, ist ja eine andere Sache und nicht ganz so wichtig. Das stimmt. Ah, und ich setze mich jetzt, glaube ich, erstmal ein Minütchen hier auf die Bank und genieße mal die Abendluft. Tun wir das. Ah. Schön ist es hier. Okay. Was hat das eigentlich zu bedeuten, wenn das Kaninchen von der Stange gefallen ist? Was? Jetzt bist du verwirrt. Hi. Hi. Ups. So, ich will meinen Sled zurück. Ich bewundere gerade ein bisschen die Kaninchen. Es ist hypnotisch ist es, auf jeden Fall. Also, solange es nicht erotisierend ist, ist mir egal. Sag, was du willst. Was passiert eigentlich, wenn ich das Kaninchen jetzt hier rausnehme? Und dann jetzt mal... Macht die Eigenspiel wieder. Oh. Mein Sled. Ist. Ich habe gerade ein Kaninchen ausgezogen. Das ist ja voll fies, ey. Einfach mal rausnehmen und dann die Haut abpulen. Hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Ich habe das gar nicht gemacht. Ich würde sowas nie tun. Ich mag doch Kaninchen. Am liebsten im Magen, oder wie? Ja, ist eigentlich mal wieder an der Zeit, ne? So Richtung Herbst, so eine lecker Pilzpfanne und ein bisschen Wild dazu. Boah, kannst du dich mal angewöhnen, mit Holzstämmen zu kommen? Du Arsch! Jetzt mal ganz ehrlich! Warum mit Holzstämmen? Ich bin am Stein arbeiten. Ja und? Du kannst aber beides tragen. Theoretisch. Nee, nicht nur theoretisch. Praktisch geht das auch ganz wunderbar. Ich schlepp mir hier dumm und düselig ein. Das Ding könnte schon längst fertig sein, wenn du mal mithelfen würdest. Ja, hallo? Steinmauer? Wo ist mein scheiß Lockslet hin? Da, wo du ihn stehen gelassen hast, bei den Eingeborenen. Da ist ja Fenster. Und es wird gerade hell. Dann ist noch Duster. Es wird gerade hell. Habt ein Duster? Nein. Hell. Geht doch. Duster. Ich wusste doch, dass ich dich überzeugen konnte. Nee, es ist Duster. Und du bist nervig. Das auch. In erster Linie das. 17 von 41. Na, ich glaube nicht, dass wir das Dach in dieser Folge noch fertig kriegen, ja?
Und den hast du aber schön dahin geworfen, den Logsled. Ach, danke schön. Sehr liebevoll. Ja, nee, lass aus. Hm, was? Was wäre? Witzig ist ja, dass man das Dach schon bauen kann, obwohl man im Prinzip noch gar nicht die Treppe hochgelaufen ist, komplett. Man kann die Dinger schon reinstecken. So mit so einem ganz langen Arm halt. Wo? Ah, hier. Ja, an der rechten Seite geht's, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser. Warte, ich brauche noch einen Stein. Einen und dann noch 518 weitere. Ne, einen, dann habe ich 5. Dann noch 14. So. Damit das erste Segment fertig ist, oder was? Keine Ahnung. Naja, nee. 5 habe ich. Dann sind da noch 514. Ja. Ich glaube, du hast recht. Geht ja jetzt langsam vorwärts. Oh, ein Stein. Stein. Ich glaube, wir reißen das ganze Ding nochmal ab und bauen das aus Stein neu, oder? Das ist super, ja. Ich glaube, das dauert ein bisschen. Ich glaube, Folge 1000 wäre da sehr sportlich angelegt. Es wird übrigens echt mal wieder Zeit für ein Update, weil ich sehe jetzt mittlerweile, was du da schon für eine gigantische Fläche gerodet hast. Das ist schon nicht mehr schön, ey. Ja, inklusive ein paar Bäume oben beim Teich. Beim Teich? Weißt du, wo wir... Ach so, ja, okay, ich weiß wo. Na, kriegen wir das Dach eventuell noch in dieser fertig? Dieses wunderschöne Spitzdach? Weiß nicht, da steckt fest. Oh Gott, machen Sie doch sowas nicht. Na, ich glaube, das kriegen wir nicht fertig. Sind nur noch 2 Minuten. Na, wobei, sind ja auch nur noch 6... Warum liegen hier dauernd tote Kanickel herum? Das weiß ich nicht. Die man essen kann. Vielleicht, weil du sie erschlägst? Ich hab's essen können. Okay. Oh, ein Kollege hat gerade gepostet, er hat gerade 2 Karten für Black Sabbath in Berlin gekriegt. Beziehungsweise hat sie jetzt zu Hause liegen. Sehr nice. Dürfte die letzte Tour sein von den Onkels? Wirklich? Ja. Ich meine, sie hätten irgendwie sowas davon erwähnt und außerdem heißt die Tour The End. Ja, vielleicht The End of the Beginning. Kann ja auch sein. Latsch. Könnte ja auch sein, man weiß es halt nicht. Auf jeden Fall schon krass, also dass die da. Na, das ist ein teures Konzert. Erstmal die Karten dafür, dann der Flug nach Berlin, die Hotelübernachtung, das summiert sich. Ja. Ich glaube, das war auch tatsächlich die einzige Sache, warum ich gesagt habe, nee, da bin ich diesmal nicht dabei. Weil für mich steht ja im Frühjahr schon etwas eine etwas teure Geschichte an. Du weißt das, ja, was du mir schon gesagt hast, ja. Okay. Ja, ja, genau. Das ist halt nicht ganz so günstig, alles in allem. Aber dafür ist es ja auch eine Woche und nicht nur ein Tag. Ja, stimmt. So, damit sind wir fertig. Wir haben das Dächlein. Okay.
Und wir sind tatsächlich exakt in der Zeit geblieben. Bei exakt 15 Minuten hat es eingesnackt und das Dach war fertig. Cool. Perfekt. Ja, dann machen wir mal einen leckeren kleinen Screenshot davon, damit sich das auch lohnt, damit man was zum Vorzeigen hat. Da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.